Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Heute wieder mit der Antonus. Hallo. Ja, leider. Was? Ich habe einen neuen Skin und zwar habe ich die Hose von dem schönen animierten Weltraum-Typ-Skin bekommen und jetzt habe ich noch einen Rucksack und einen schwarzen Skin. Antonia hat gerade den Season Pass gekauft und sie flext erstmal mit dem Alien. Ja, wirklich toller Skin. Es gibt immer noch Überlebenskampf und Schleimkraxlerei als Modus. Wir haben jetzt einfach mal alle 5 Modi drin und wir gucken Zufall, was jetzt kommt für ein Modus. Wir spielen wieder ein paar Runden und im Hintergrund kann man wieder ein bisschen was hören, Leute. Ihr wisst Bescheid, es ist wieder der Freund von der Antonia, der einfach nicht die Schnauze halten kann. Ab! Nope. Aber ist okay, Leute. Ich bin ganz friedlich und ganz ruhig, von daher. Bis gleich. Wie immer. Ich habe Probleme mit der Gallenblase. Kosmische Autobahn. Muah. Geile Map. Ich hoffe nicht solo, weil dann kann ich hier wieder schön griefen. Dann kann ich auch so, aber. Ja. Weil die Teammates griefen ist immer noch die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme. Okay, solo. Okay, nice. 28 nur, okay. Ja, die fühlen sich nicht mehr so gut. Nur 28 in der ersten Runde, okay. Boah, ist ungewohnt, Antonia mit einem Skin zu sehen, der nicht komplett scheiße ist. Nur ein bisschen scheiße. Ja. Ich will die Ente. Ich will unbedingt die Ente, Leute. Ich habe übrigens sehr viel Skill. Wir haben heute schon ein paar Runden gespielt und upsala. Und hab auch schon schön gewonnen bei Rollfeld. Ja, hier, Leute, den Sprung kann man ohne Hechten schaffen. Das ist wichtig, das spart ein bisschen Zeit. Bisher cleanes Movement und du bist trotzdem Erster. Also vor mir, meine ich. Erster heißt automatisch vor mir. No Flex. Vor dir ist, muss man Erster sein. Das Pendler hab ich erwischt, das gibt's doch nicht. Was? Oh, das muss nicht sein. Da muss man warten. Kann man sich das, ja, das war billig. Das war echt billig. Ja. Schon. Oh shit, du bist schon. Boah, stark. Ey, Antonia, Alter, krass. Das ist wirklich krass. Das war schnell. Schau es mir zu, ne? Mhm. Ja. Boah. Ich bin raus. Ich bin raus. Hä? Warum bin ich da nicht? Hä? Runde verlassen. Leute, ich kann es euch nur empfehlen, Spaß zu haben im Leben. So ist es. Keine Produktplatzierung, aber ich empfehle euch wirklich, habt Spaß. Link zum Spaß ist in der Beschreibung. 5% mit dem Code Nico Dunkel auf Spaß. Dann mach ich so einen Virus-Link rein. Das wäre lustig, oder? Man kann ja Spaß.com ein. Gibt's sicher. Man kann ja Links auch ändern, dass die anders aussehen, was ultra fies ist. Sehr fies. Stell mir vor, ich nehme da so einen ultra schlimmen Virus und dann den Link und dann ändere ich ihn einfach in, keine Ahnung, www.youtube.com, irgendwas. Ja, Weiß nicht, ob das wirklich so easy geht, aber wie krass wäre das? Boah, das wäre. Hohoho, Antonia, du bist doch richtig lustig. Okay. Okay. Nico, chill. Willkommen im Schaltkreislauf. Hier beginnt der Kreislauf des Schalts. Nein, des Schalts. Aber bei mir ist das Internet-Symbol, was soll das? Hier in der Mitte ist gar nicht so gut. Warum hat das jetzt zu lange gedauert, oder? Hier in der Mitte, das lohnt. Na, das ist Quatsch. Also, in der Mitte hochzugehen, das ist scheiße. Ich gehe eigentlich immer rechts, links, sonst bin ich halt in der Mitte gespawnt. So viele Leute. Egal. Am Ende, also, bei dem ersten Ding muss man eh warten, bis Leute das erstmal weggeschoben haben. So, die Map ist ja eigentlich schon relativ easy. Ah, okay. Okay, nice, der ist schlau. Ich hätte die Gravity schon ausgemacht, bis wir angemacht, je nachdem, wie man sieht. Ich sag ja immer angemacht, aber eigentlich ist sie ja dann weg, ne? Ich verstehe es nicht. Oh, warum bin ich hier nicht den rechten Weg gegangen? Egal. Ja. Den rechten Weg. Ich bin vom rechten Weg abgekommen. Hä, warum bewegt sich die Eiscreme nicht, Junge? Die blockiert hier alles. Boah, der hat eine coole Krone. Leute, für Fall Guys Videos abonniert mich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich mache Fall Guys Videos. Und manchmal auch Streams. Ich bin auch dabei. Oh, das war schlecht. Schön und. Ah, Mist. Muss ich warten. Mist. Ehrenrunde. Aber ich müsste es eigentlich schon noch schaffen. Ich glaube, bei mir wird es nichts, ne? Diesmal ist noch krasser, weil es kommen nur 24 weiter statt 28 in der ersten Runde. Heftig. Hier rechts, wichtig, Leute, da kann man einfach durchspazieren. Ja, okay, bei mir wird es auf jeden Fall noch was. Nicht gerade super gut. Oh, das ist wieder geleckt. Neunter, okay. Antonia, schaffst du's? Maybe. Nein. Oh. Immer so knapp.
wieso denn? Ja, weil hier mal alle auf einem Haufen sind. Oh, wir sind 25 von 24. Okay. Schaust du zu oder verlassen oder wie? Ja, ich schau zu. Ja, natürlich schaust du zu. Das ist gerade jetzt so die Idealsituation. Antonia ist raus und bewundert den Skill des Nikos. Oh. Nice. So, dann wird es Zeit, dass du eine Banane ins Gesicht bekommst. Irgendwie macht mir das voll Spaß. Was? Das Spiel, wo man einfach nur läuft. Aber der Sprung am Ende, der um die Ecke da, der ist so adrenalinhaft. Mhm. Das macht richtig Bock. Das Ding ist halt, wenn er halt nicht klappt, dann ist das halt richtig scheiße. Schon arg risky. Nee, nicht risky. Der ist gar nicht so schwer. Aber kommt halt drauf an, wie viele, Hindernisse da sind und so. Das ist schwierig. Es ist eine Gratwanderung zwischen 2 und 3 Grad. Oh. Hey! Ja. Also wenn die mich halt wegschubsen, ne, das ist halt wieder diese typische Fall Guys Mechanik, die halt einfach das Spiel zerstört. Das macht halt keinen Sinn. Denk dir mal, wie langweilig das Spiel ist, wenn man sich gegenseitig nicht beeilt. Es können nur 15 Leute, weil, beziehungsweise, was heißt nur? Viel, das ist viel. Schaffst du. Ja, natürlich schaff ich's. Hey, Digga. Easy. Scheiß Start, aber egal. Mit einmal runterfallen, trotzdem geschafft. Ja, bin ja auch am Anfang runtergefallen. Okay, die Eiscreme, ich glaube, die Eiscreme im Spawn schafft's noch. Ich glaube an dich. Idris Mügit. Das ist natürlich bitter. Bitter wie Zucker. Wandsturm, Sandsturm. Sandsturm. Jetzt verstehe ich es, es ist ein Anspiel, ne? Auf Sandsturm. Also denke ich mal. Ansturm eher. Macht keinen Sinn. Hat ja nichts mit Sand zu tun. Ja, aber. Naja, nee, aber halt so vom Wort so. Auf was das anspielt, so. Was es aufbaut. Ja, keine Ahnung, kann sein. Ja, aber das macht keinen Sinn. Die stürmen da alle an. Dicker, Sandsturm und Wandsturm, da ist einfach nur ein Buchstabe getauscht. Das ist ein bisschen naheliegender, ähnlich wie Ehepaare im Bett, du. Nicht raus. Antonia, laber keinen unsinnigen Scheiß. Laber keine sinnlose Kacke. Schau mir lieber zu. Schwer? Ui. Oh, der ist auch schwer, der. Nice. Der Amogus. Der Amogus ist im Globus. Nice. Was? Hä? Warum lässt der los? Warum lässt der los? Das habe ich jetzt in letzter Zeit voll oft. Der lässt einfach los. Auch jetzt gerade beim Ventilator. Zweimal. Ist dein Zeigefinger zu schwach? Hä? Man muss ja nicht mal gedrückt halten. Normal macht er das automatisch. Achso, ich halte immer gedrückt. Ja, aber wenn du... Also man muss am Anfang ein bisschen gedrückt halten, aber nicht bis zum Ende der Animation. Achso. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit gedrückt gehalten. Hä? Boah, ich hasse das, wenn das passiert. Wenn ich jetzt da deswegen rausgefallen wäre. Was? Vielleicht haben sie das geändert? Nee. Wie gesagt, ich habe gedrückt gehalten. Leute, Antonia ist immer noch krank, die ewige Krankheit. Was mich sehr glücklich macht. Jeden Tag, in dem du krank bist, ist ein guter Tag. Jeder Tag, an dem ich leide. Ja. Oh, nice. Oh, da habe ich Bock drauf. Geil. Was? Schon Finale? Ja, wir sind nur 9 oder so. Oder 8, 9. Es waren so wenig am Anfang. Ja. Deswegen geht's okay. Nice. Kommt drauf an, ob mit Knallbe oder nicht. Keine bis jetzt. Ja, die können aber noch gespawnt kommen. Je nachdem, sind da Kanonen irgendwo? Nee. Nee, dann ist es ohne. Okay. Das ist gut. Wen soll ich fokussen? Den roten Amogus, oder? Ey, ich war letztens im Trupp mit einem Amogus, auch den roten Skin, der hatte Zähne auf dem Bauch. Okay, Select Ultra. Zähne auf dem Bauch und zersplittertes Gesicht, diese Glasscheibe. Der sah ultra krass aus. Das war so ein... Cursed, nee, ja, creepy, aber mega cool auch. Oh, der hat mich festgehalten. Das Ding ist, es laggt bei mir schon wieder, Leute. Also, ich gehe über die Kacheln, aber ihr seht's ja. Ja, fallen nicht runter. Hängt alles nach. Ich verstehe mal nicht, warum das immer passiert, aber in letzter Zeit ist das immer so, dass es irgendwie komisch laggt. Deswegen, ja, so kann man halt nicht gewinnen, aber ich spiele einfach mal weiter. Top, dass es jetzt im Finale sowas ist, was es gibt. Ja, der Mogus hat mich gerade schon die ganze Zeit festgehalten, ja, schon wieder. Weil du auch immer sagst, so kann man nicht gewinnen und dann trotzdem gewinnst. Nice, er ist tot. Ja, man muss sehr vorausdenken, beziehungsweise man muss sich merken, wo man gelaufen ist, weil man sieht es ja nicht direkt.
Das ist schon. Ja, schau jetzt. Die Wand hat sich in Bewegung gesetzt. Ja, juckt mich nicht. Ich setz gleich einen Brand in Bewegung in Richtung deines Hauses! Wenn du die Schnauze hältst. Spaß. Ich will hier nicht aufrufen zum Mord. Höchstens zu foltern. Okay, ja. Am Anfang ist ja noch alles okay. So. Jetzt sollte man langsam anfangen zu springen. Ja, nee, ja. Ich weiß immer nicht, ab wann man hier springen sollte. Ich glaube jetzt, ab jetzt. Jetzt auf jeden Fall. Ja. Ja, es ist halt kacke, wenn hier das nicht lädt, dass es runterfällt. Wow, ja, alles klar. Das musst du dir in der Folge anschauen. Wir sind alle drüber gelaufen und nirgends ist es runtergefallen. Eine Sekunde sind alle Plattformen runtergefallen. Digga, also, warum muss es denn... Also, Internet, wir haben gutes Internet. Ich habe nicht 1000 Sachen nebenbei laufen. Es muss funktionieren, aber es funktioniert nicht. Das ist wieder... Das ist zum Lachen. Das ist zum Lachen. Lächerlich. Ist so. Toll. Ist so. Naja, so kann man halt nicht gewinnen. Noch eine Runde in der Hoffnung, dass die Lags weniger sind. So, wir machen... Oh, Duo-Show. Zufällig. Das ist natürlich eine sehr schöne Situation, weil mit Antonia kann man sehr gut im Duo spielen. Man kommt meistens auch sehr weit. In den Tod. Ja! Hallo! In free! Wenn wir jünger! In free! I forgotten how the world! Verlaute mies! Verlaute fäktig, faktefuck! Bevor der Welt! Fällt! Los geht's, meine Freunde! Glaubst du, die mit den Zauberstäben, die nebeneinander gespawnt sind, kennen sich? Nee, oder? Also mit den Zauber... Die Feen halt. Bestimmt Zufall. Bestimmt Zufall. Okay, ich gehe mal der Antonia nach. Einfach nur, weil ich... Ja, ist einfach schön. Mit der Antonia. Ich gehe mal der Antonia nach, weil ich... Sie zeigt mir den Weg vor. Ja, genau, da muss man nicht hechten. Sehr gut. So, ich gehe mal schön der Antonia mal nach, ne? Einfach nur, damit ich quasi weiß, wo es lang geht, so. Na, sie gibt nicht, den Weg vor. Richtig. Ah, jetzt musste ich leider hier hin. Egal, ich bin... Ah, perfekt, Antonia. Gut, dass du mir nicht nachgegangen bist. Ja. Eieiei. Da hätte man hechten müssen. Oh, ich hasse es, wenn man spawnt und dann in Blickrichtung nach hinten. Also, wer hat denn das programmiert? Das ist so dumm. Okay, dafür, dass es... Boah, hat's mich hochgepusht. Aber richtig weit, du. Oh, shit. Egal, ich geh rein. Was letzte Male? Was laberst du? Letzten Male lief die kosmische Autobahn so gut und jetzt läuft ja. In den letzten Malen lief deine Mutter auch gut, bis ich sie dann die Beine gebrochen habe. Tundralauf. Da ist dieser Alien-Zyklop, aber den meinte ich vorhin nicht. Weil vorhin haben wir schon mal eins gesehen und das sah anders aus. Mhm. Oder ist das überhaupt ein Zyklop da, der Grüne? Schon, oder? Nee, meinst du? Ja, der neben dir, ach so, du Vollpfosten. Ja, der da. Nee, ist gar... Ah, doch, oben. Er hat ein Auge oben. Das Horusauge. Antonia, wo läufst denn du hin? Digga, du läufst in die Stangen, Alter. Junge, Junge. Kein Wunder, dass du da Probleme hast. Oh, da ist ein weißer Hippie. Versuche ich mal lieber darauf, hier ins Ziel zu kommen. Oh, wie kann man den schon verkacken, Antonia? Den habe ich vorher auch... Boah, jetzt scheißt aber mal richtig rein. Was ist hier los? Boah. Sie scheißt richtig rein, als wäre sie auf dem Klo. Okay, ich mache mal hier alle Felder weg. Toll. Nice. Bin drin. Du musst rein jetzt, Ziel. Du musst da jetzt reingehen. Ja, nice, nice, nice. Was, hab ich das schon... Fuck. Was? 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 Das war sehr krasses So. Ja. Hier, weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe. Habe ich das in der Folge schon erzählt, diesen Trick da? Also nicht das mit dem Bogen, sondern wegen der Mauer. Egal, das habe ich das letzte Mal erzählt. Und ich habe es letztens, gestern abends auch probiert, auf diese grauen Dinger. Man kann da stehen. Und... Ja, beim roten kann man tatsächlich rüberlaufen. Ich habe es zwar nicht probiert, aber ja, der eine hat es ja geschafft. Mhm. Aber ich glaube, links ist der rote Strich ein bisschen schmaler als rechts, ja. Also da hätte ich es eh nicht geschafft, links. Ah, okay. Ja, krass. Aber ist natürlich Quatsch, ist nur zum Spaß, kann man das mal machen, aber ich würde es nicht probieren. Lohnt sich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, das zu schaffen, ist sehr gering, weil das ist schon sehr blöd. Sehr riskant. Wichtig hier, hechten. Ne? Hier zum Beispiel jetzt, bam.
So, hier kommen wir auf den Bogen, aber... Oh, das war ziemlich... Ziemlich groß, der Sprung. Ja, ja. Okay. Okay. Hier am besten einfach warten auf die... aufs Hoverboard. Oder so machen und dann schön den Weg abschneiden. Wie ein netter Mensch. Eben mal anchecken. Oh, der hat den Metalldetektor. Das ist ja cool. Komm, wir machen zusammen Emotes. Oh, der wird festgehalten. Ich habe den Kampf-Emote. Und Leute, ich habe einen neuen Emote. Einmal den Boxer. Und den Tanz-Emote. Den gab es, glaube ich, im Season-Fortschritt. Das ist echt ein cooler Tanz. Oh. The Cucking Man, richtig. Oh, du bist sogar... Oh, Antonio. Egal. Egal, ich muss das einfach nur schaffen, jetzt will weiter. Einfach nicht so viel über den Running Man reden. Ich tanze erstmal. Konzentrieren. Boah, der Dance, sag mal. Oh. Das ist schon sehr cool. Ja. Mit der neuen Hose. Hey, diese Katze, siehst du die? Die weiße, ja. Ja. Den Skin in schwarz gibt's auch. Boah, ich finde, das sieht so cool aus. Ist in weiß auch, aber also die Katze sieht richtig nice aus irgendwie. Was, Katze? Ich tanze ihn an. Von hinten. So Emote wäre nice. Was? Ist geflogen. Der war so ein Emote. Mit so einem Messer. Das wäre lustig. Mit einem Messer. Okay, cut. Oh, wir sind beim letzten Moment des Lebens angekommen. Nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Nein, nein. Ich schaff das. Ach, der weiße Hippie ist so viel geiler als der normale. Okay, Gott sei Dank habe ich hier links frei. Das ist schon mal gut. Okay, Leute, hier wichtig. Die Hechtmethode. Die Hechtmethode, die ist hier essentiell. So, jetzt hier. Oh, ich wollte noch runtergehen. Warum hat er mich ins Ziel reingehauen? Ich wollte noch runtergehen und nochmal sterben. Das wird lustig, einfach so springen. Tschüss. Okay, wir sind weiter, Antonia. Oh, der Hippie. Einmal bevor ich sterbe, will ich noch sterben. Oh, der Hippie war da nur weiße Haare. Das ist, glaube ich, dieser lila-weiße. Ja, der ist schon echt cool, du. Das Spiel ist einfach zu easy. Wenn man nicht am Anfang infiziert ist, dann ist das einfach ein Free-Win. Einfach, finde ich, klar zu schön. Schwierig wird es erst, wenn du, wenn nur noch zwei oder so übrig sind und du dann einer davon bist. Weil dann handle ich natürlich auch nicht. Okay. Du strengst dich an, die zu infizieren. 4 gegen 4. Du musst alle Gelben wirklich extrem gut... Warte, ich halte ihn fest. Wir müssen Teamwork machen. Ah, okay, der macht die gleiche Taktik. Ich halte ihn. Ja, ja. Ah, oh, krieg ihn. Mann. Okay, der eine fokust mich hier direkt. Das ist der Eierkopf. Okay. Okay. Mhm, ja. Hat ein gutes Movement. Ei. Okay. Ei. Oh ja, der Eiermann, der handelt mich. Aber richtig, du. Boah. Der hat tatsächlich ein cleanes Movement. Ich muss jetzt die Sprünge richtig machen. Ah, okay, jetzt hingefallen. Trotzdem. Oh, shit, bei uns. Nee, oh, wir liegen hinten, Mann. Hier ist einer hinter dem Ding. Oh, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Oh, Mann! Krieg doch mal einen hier. Schau mal hier oben. Oh, jetzt kommt der Eierkopf zu mir. Mann, Antonia, steck die an. Du hast noch keinen angesteckt. Ja, jetzt bin ich angesteckt. Digga, was machst denn du dein Leben lang? Ich jag den Alien her. Oh, okay. Jetzt hat ein anderer jemand angesteckt. Toll, wir sind raus. Wer fehlt noch? Ja, zwei fehlen noch, du Vollpfosten. Ich hab einen. Ja, toll. Einen noch. Komm, der eine da. Bei mir, der Rucksack. Im Rucksack. Ja, wir haben ihn. Ja! Wir haben ihn eingezingelt. Wir haben ihn gegen die Wand geschubst. Digga. Mann! Okay, 2 gegen 2. Wir sind der letzte Duo, das ist sehr spannend. Ja, 10 Spitzen. 2 gegen 2, 10 Spitzen. Weniger geht auch gar nicht. Bei dem Spiel. Das sind wieder diese Plattformen in der Mitte, diese bewegenden, wo man stehen kann. Also hier ganz einfach, am Anfang geht einer nur auf den Knopf. Weiß egal. Dann immer auf zwei Felder in der Mitte in die Linie springen, ne, damit man zwei oder am besten 4 Blöcke dann freilegt. Und dann, wenn Fahrt da ist, ist immer, wenn du gerespawnt bist, richtig, dann halt, wir sind in der Mitte gespawnt, genau, dann immer an den Knopf und dann erst los. Okay, klar. Aber jetzt machst du erst Knopf und ich lauf los. Ja, ist egal, wir sind ja beide in der gleichen Stufe, so. Erstmal auf zwei Felder, ne? Genau, so. Ja, in der Mitte. Ja, okay, einmal startet vorne, ja, dann scheiß auf Knopf. Okay, rechts probiere ich mal. 4 Plattformen, okay. Ah, du hast... Hast du den?
Ja, aber den schafft man nicht so leicht. Ah, ich weiß, wo er ist. Lass mich vor. Oh, hä? Ah, shit. Da muss man um die Ecke. Fuck. Der ist... Dann müsste er ganz links außen sein, eigentlich. Ja. Ja. Ah, ja. So, jetzt hier war richtig. Dann keine Ahnung. Mann! Oh, das ist so glücksabhängig. Ja. Noch eins weiter. Jetzt muss hier ja sein. Hä? Nee, muss nicht. Oh, ich Vollidiot. Wo bist du lang gegangen? Einfach geradeaus. Oh, Digga. Ja, ja. Okay. Probier. Okay, ich probier hier. Nice, ich bin richtig. Ich bin in der Mitte. Ich hab Glück gehabt. Okay, ich schaff's. Easy. Nice, Digga. Boah, richtig schön. Schau mal, die waren noch nicht mal bei der letzten Stage. Nur doch waren sie. Aber ich hab halt Glück gehabt, ne? Ich bin auf ein Ding gehechtet, was richtig war am Ende. Leute, das war's von dieser unglaublich entspannenden Folge. Macht's gut und tschüss.